Bang, Panik. Ich meine, sie ist regelrecht geflohen. Zack, ins Bad. Und wie deutest du das? Ich weiß nicht, sie ist durcheinander. Irgendwas fühlt sie für mich, traut sich aber nicht, sich das einzugestehen. Bist du dir da sicher? Hallo, was kann ich euch bringen? Wir nehmen 2 Kaffee und sitzen da vorne, ja? Ja, okay. Also wenn Tristan neulich nicht dazugekommen wäre, dann hätten wir uns geküsst. Hier im Pool. Ach Mann, wenn schon nichts passiert, dann muss ich wenigstens drüber reden. Vielleicht musst du dir einfach Gewissheit verschaffen. Das sagst ausgerechnet du? Vor 2 Tagen warst du noch der Meinung, dass ich mir was einbilde. Das tust du ja auch vielleicht. Aber ja, meinst du, ich hätte gedacht, dass ich mich mal in einen Mann verliebe? Und dann kam Olli. Ich versteh's nicht. Wenn du die Idee grundsätzlich gut findest, warum zögerst du? Dann ist das wegen Rebecca. Nein, Quatsch. Es ist nur, dass ich nicht will, dass dann irgendjemand sagt, dass sich die Lahnsteins gegenseitig Jobs zuschustern. Wir nehmen Rebecca, weil sie gut ist, weil sie den Zeitgeist lebt und weil sie hot ist. Vielleicht. Du hast doch sonst eine bessere Meinung von Rebecca. Also, was ist los? Nichts. Rein gar nichts. Und was ist, wenn sie wirklich was für mich empfindet und sich das endlich eingesteht? Keine Ahnung. Vielleicht Verdrängung, Ablehnung, Selbsthass. Ja, Rebecca, ich habe das alles selber durchgemacht. Und dann muss sie halt die Konsequenzen ziehen. Klingt so, als ob noch ein weiter Weg vor uns liegt. Ja klar, das Ganze ist nur ein Job. Wir könnten ein bisschen an der rumfummeln und können mit den Nadeln und mit den Knöpfen spielen. Danke. Hey, ich halte mich zurück. Außerdem ist Tristan dabei. Die beiden knuschen sowieso die ganze Zeit vor meinen Augen rum. Weil sie dir damit ein Zeichen geben will. Ja, dass ich sie in Ruhe lassen soll. Und das werde ich auch in Zukunft tun. Soll sie eben alleine mit ihren Gefühlen klarkommen. Oder auch nicht. Was gibt's denn da zu grinsen? Weil das vielleicht eine sehr bizarre Situation ist, Rebecca. Du bist in die Freundin deines Bruders verliebt. Ja, wie im französischen Film. Und der hat meistens kein Happy End. Ich weiß. Ich werde keinen Fehler machen. So viel steht fest. Wenn das so wäre, dann würdest du diese Aktion eh abblasen. Toll. Also damit signalisiere ich ja noch mehr, dass ich was für sie empfinde. Was soll Tristan denken? Nein, ich bin Profi. Ich habe mich unter Kontrolle. Ja. Ich habe gesagt, dass ich nicht mit dir reden will. Ich habe nur gefragt, ob es in Sachen M-Punkt irgendwelche Entwicklungen gibt. Nein. Ja. Du, pass auf, es ist gerade schlecht. Ja, ich komme jetzt einfach mal bei dir vorbei. Tschüss. Eine hervorragende Idee. Was? Dass du dich mit jemandem irgendwo anders triffst. Ich hoffe nur, es ist kein Date. Und wenn, dann will ich es gar nicht wissen. Und ich hoffe, du gehst jetzt gleich. Ne? Deine Hoffnungen wurden erhört. Bye. Andi, wenn du dich jetzt nicht gleich aufschwingst, dann dann erzähle ich allen, dass du heimlich auf meinem Stepper trainierst, in meinen Hotpants. Das stimmt überhaupt gar nicht. So, ihr kommt bitte erst zurück, wenn ich euch eine SMS geschrieben habe, ja? Willst du meinem Bruder jetzt einen Heiratsantrag machen, oder was? Ich hoffe ja immer noch, dass er zur Vernunft kommt. Danny und ich haben uns jetzt 25 Stunden, 13 Minuten und 30 Sekunden nicht gesehen. Genau deshalb plane ich einen Pedageabend. Wir wollen gar nicht wissen, was das ist. Ein perfekter Daniel-Jessica-Abend. So was gibt's überhaupt gar nicht. Da kommt immer irgendwas dazwischen, also probier's erst gar nicht. Andi, bei mir funktioniert alles, ja? Ciao. Als könnte ich die Finger nicht von ihr lassen. Natürlich kann ich das. Auch wenn es schwerfällt. Ich meine, sie steht halbnackt vor mir und ich schaue sie an. Ich schaue ihr in die Augen und will sie einfach nur küssen. Scheiße. Aber ich habe ihr nur den Blazer abgesteckt. Ehrlich, ich habe sie nicht angemacht. Ja, ich glaub dir. Ja, Marlene bildet sich das alles nur ein. Und warum?
Ja, und jetzt glaubst du, sie hat sich eigentlich aus einem ganz anderen Grund aufgeregt und willst sie von mir die Bestätigung einholen? Nein. Nein? Ich weiß, dass es so ist. Marlene hat Schiss, weil sie sich das erste Mal von einer Frau angezogen fühlt. Und jetzt schlägt sie wild um sich. Ich meine, ist doch wahr. Ich habe ihr gesagt, ich gebe ihr die Zeit, die sie braucht. Aber nicht, wenn sie dabei auf meinen Gefühlen rumtrampelt. Mist. Hey. Hey, wenn du was trinken willst, Josie ist gleich bei dir. Ja, das auch. Und, du sag mal. Ja. Willst du vielleicht reden? Reden? Worüber denn? Du weißt doch sowieso schon alles. Und außerdem, was wird das hier, eine Selbsthilfegruppe? Hallo, ich bin Marlene, ich habe beim Flaschendrehen eine Frau geküsst und das muss ich jetzt unbedingt mit einem Schwulen besprechen. Krass. Du hast ja wirklich Redebedarf. Nein, hab ich nicht. Und falls du es vergessen hast, dich habe ich auch geküsst und das war nicht gerade ein schneller Schmatzer. Das habe ich nicht vergessen. Willst du vielleicht darüber reden? Nö. Wie wundervoll, dann können wir die Selbsthilfegruppe ja wieder auflösen. Was war denn eigentlich mit Rebecca im Pool? Das weißt du also auch schon. Hat Rebecca dich geschickt, um mich auszuhorchen? Wenn sie wüsste, dass ich hier mit dir rede, wäre sie wahrscheinlich sehr sauer. Und wusstest du eigentlich, dass ich mal mit einer Frau zusammen war? Mit Nico? Und sie war nicht die Einzige. Nee. Das wusste ich nicht. Aber egal, spätestens jetzt geht dieses Gespräch in eine völlig falsche Richtung. Ach, und ich war so sauer auf Olli. Der hat mein ganzes Gefühlsleben durcheinander gebracht. Aber mein Gefühlsleben ist total in Ordnung. Ich bin mit Tristan zusammen, wir sind glücklich. Das könntest du Rebecca ausrichten. Wolltest du zu mir? Wann? Doch. Irgendwie. Aber ich fürchte, ohne unsere Hauptdarstellerin bringt das Ganze reichlich wenig. Vielleicht ist Marlene inzwischen aus dem Stau raus. Ich versuch's nochmal. Also, das, was du vorhin über Olli und verdammt, aber ich stotter nie, was soll das denn? Kaffee, Kekse, Karotten und, ach, guck mal hier, was haben wir denn da? Rotwein. Wie wär's? Ja, sehr gern. Das ist die Mobilbox von Marlene von Lahnstein. Leider bin ich zurzeit nicht zu erreichen. Tee und Kekse. Jetzt fühle ich mich endgültig wie in einer Selbsthilfegruppe. Wenn du zum Reden Rotwein brauchst, kein Problem. Nein, vielen Dank. Ich bleib beim Tee. Olli war schuld. Das habe ich damals so gedacht. Er war schuld daran, dass ich total verwirrt war. Er war schuld daran, dass ich mich nicht mehr wie ein Mann gefühlt habe. Ja. Ich habe lange gebraucht, um zu merken, dass ich mich einfach in einen Menschen verliebt habe. Egal, ob Frau oder Mann. Einfach ein Mensch.
Vielleicht ist das wirklich die richtige Einstellung. Wenn ich an Rebecca denke. Störe ich euch etwa? Ja. So wird das übrigens nichts, Leute. Ich beende mal eben gerade euren kleinen Teekranz. Dann gleich geht's kernig weiter mit Bier und Bruce Willis. Früher warst du da, fand ich Flaschen drin echt witzig. Du tust Dinge, die du sonst nie tun würdest. Das meiste davon findest du schrecklich. Aber du bist so betrunken, dass du schon wieder lustig findest. Aber dieser Kuss... war weder schrecklich noch lustig. Das hat mich einfach umgehauen. So was habe ich noch nie erlebt. Seither, ich träume von ihr ziemlich eindeutige Sachen, was du verstehst, was ich meine. Was Rebecca da heute gesagt hat, ich glaube, es stimmt. Obwohl ich nie in eine Frau verliebt war. Noch nie mal als Teenager habe ich was mit einer Frau angefangen. Nicht mal aus Spaß. Nie. Verliebt? Verliebt. Also nicht, dass du jetzt denkst, ich bin nicht in Rebecca verliebt. Ich kann nur verdammt noch mal nicht aufhören, an sie zu denken. Wie gesagt, es tut mir leid, dass sie umsonst hierher gekommen sind. Aber den Verkehr hat man leider nicht unter Kontrolle. Auf Wiedersehen. Wir holen den Termin auf jeden Fall nach. Tristan tut alles für mich. Wir sind glücklich, endlich. Warum kann ich nicht aufhören, an Rebecca zu denken?